Ja, Leute, herzlich willkommen zur Einkaufstour 2022-23. Und zwar wird heute wieder Feuerwerk eingekauft. Ihr habt richtig gehört, es ist endlich soweit. Feuerwerk kann wieder eingekauft werden in Deutschland in den Läden vom 29.12. bis 31.12. Und das lasse ich mir natürlich nicht nehmen und mache natürlich wieder diese bekannte Einkaufstour. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade beim Center Shop unterwegs und einige andere Läden stehen auch noch auf dem Plan, wie zum Beispiel Aldi Süd, Lidl und auch Norma. Und da werde ich euch auf eine spannende Reise, Einkaufsreise mitnehmen. Also ich finde, der Parkplatz ist hier relativ leer. Wir haben hier circa 7.30 Uhr und dafür finde ich es halt bei einem Center Shop, was eigentlich einer der bekanntesten Discounterläden ist. Die haben hier immer Leslie Feuerwerk. Auch eine riesengroße Auswahl. Dafür ist der Parkplatz halt hier 7.30 Uhr wirklich relativ leer. Also drei Autos stehen hier. Und ja, das ist nicht gerade viel. Deswegen, auf geht's, würde ich sagen. Jetzt geht's los. Feuerwerk, Shopping. Viel Spaß. Ich miete einen riesengroßen Lieferwagen. Passt da alles rein? Ich hab so viele Fragen. Alle meine Supermärkte haben Spitzenpreise. Ich kauf Feuerwerk und zwar kistenweise. Die Kassiererin denkt sich Wahnsinn. Das Laufband ist voll wie der Wagen. Heiße Ware muss alles einmal anfassen. Kein Benehmen, ich kann mich nicht anpassen. Camcorder raus, Feuerwerk im Visier. Die Verkäuferin wirkt leicht irritiert. Vor Freude pur, ich jump in den Einkaufswagen. Feinste Ware, ich könnte in dem Einkauf baden. Die Welt leuchtet auf, keine Kriege mehr. Bunte Farben, ich wünsche mir den Frieden her. Glück, Spaß, Freude, funkelnde Kinderaugen. Pyros an die Macht, wir müssen fest dran glauben. Feuerwerk für immer, bis wir sterben. Ein Leben für den Traum, stahlharte Nerven. Grenzenlos, jedes Wunder ist machbar. Pyrozauber in der Nacht, unantastbar. Chef, es sieht nicht gut aus, heute ist Einkaufstour. Ich mach heute nur blau für die Einkaufstour. Niemand kann mir was sagen, ich bleib einfach stur. Ein Jahr hab ich gewartet auf die Einkaufstour. Chef, es sieht nicht gut aus, heute ist Einkaufstour. Ich mach heute nur blau für die Einkaufstour. Niemand kann mir was sagen, ich bleib einfach stur. Ein Jahr hab ich gewartet auf die Einkaufstour. Wir fahren durch die Stadt, Highspeed-Mucke aufgedreht. Es dauert nicht mehr lange, bis wir wieder Blaulicht sehen. Polizeikontrolle mitten auf der Autobahn. Ich frag den Wachmeister, Selfie oder Autogramm. Fenster auf Bengalos raus, Ausnahmezustand. Immer noch ein Pyro, dieser Rauch ist kein Zufall. Einer für alle und alle für die Leidenschaft. Wir verballern kistenweise Feuerwerk in einer Nacht. Bauch kribbeln, ich kann es kaum abwarten, bis die fetten Zinkraketen in die Nacht starten. Schon seit Tagen blättern wir in den Prospekten. Kein Zweifel daran, dass wir Pyros echt sind. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich vorm Laden stehe. Eiskalte Luft strömt durch meine Atemwege. Für die edlen Schätze plünder ich mein Sparschwein. Jetzt am Ende des Einkaufs möchte ich euch natürlich noch zeigen, was ich hier bei Center Shop eingekauft habe. Also wir fangen an hier, Super Mad Dentist, 78 Schussbatterie, die ist gar nicht so klein. Dann die Midnight Maniac, eine richtig schöne Fächerbatterie, die auch in ungewöhnlicher Reihenfolge schießt. Dann ein Sortiment, und zwar haben wir hier das Lucky You, das ist eine Mischung aus Kategorie F1 und F2, wie man hier oben auch erkennen kann, F1 und F2. Und dann habe ich mir hier noch so eine kleine Pfeiffer-Batterie mitgebracht, die nailt richtig schön auch mal für zwischendurch. Und ja, jetzt würde ich sagen, geht's ab zum nächsten Laden. So Leute, weiter geht's. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, es ist ein bisschen windig hier. Ja genau, ihr seht es ja im Hintergrund, wo ich jetzt bin. Und zwar bin ich bei Lidl. Meine Hauptanlaufstelle heute in der Einkaufstour, Feuerwerk-Einkaufstour 2022-23. Ihr seht, ich habe ohne Mütze auf, es ist also ziemlich kalt, stürmisch ist es sowieso. Aber das soll den Spaß nicht verderben. Und würde ich sagen, lass uns keine Zeit verschwenden, gehen wir einfach mal rein in Lidl und schauen, was wir so bekommen.
Ich bin so gespannt, lass noch alles da sein. Feuerwerk für immer, bis wir sterben. Ein Leben für den Traumstall hatte Nerven. Grenzenlos, jedes Wunder ist machbar. Pyrozauber in der Nacht, unantastbar. Chef, es sieht nicht gut aus, heute ist Einkaufstour. Ich mach heute nur blau für die Einkaufstour. Niemand kann mir was sagen, ich bleib einfach stur. Ein Jahr hab ich gewartet auf die Einkaufstour. Chef, es sieht nicht gut aus, heute ist Einkaufstour. Ich mach heute nur blau für die Einkaufstour. Niemand kann mir was sagen, ich bleib einfach stur. Ein Jahr hab ich gewartet auf die Einkaufstour. Berlin knallt, Trauma 90er Jahre. In Neukölln lebten damals fast nur Arme. Jeder Pfennig wurde 10-mal umgedreht. Silvester war es laut, als wenn die Welt untergeht. WQ, FKW, Muck, Feißel, Nico, Ware. Lunte brannte, Rauch stieg auf, Kripo-Wagen. Jeder Feuerwerksflyer war ein Kunstwerk. Die Preise waren hoch, doch das war es uns wert. Stolze Väter brachten Feuerwerk mit nach Hause. Alle Böller-Kids nahmen ein Feuerzeug mit nach draußen. Immer wieder sah man, wie Raketen aufstiegen. Und Mütter, die Nachschub in den Läden auftrieben. Damals waren Knaller wichtiger als Computerspiele. Die Straße lebte Knalltrauma, Jungs, Bruder, Liebe. Keiner ging so ab wie wir, pure Energie. Ausnahme, Zustand, Gänsehaut, null Uhr Euphorie. Böller-Kids zieht es immer wieder auf die Straße. Also Freunde, mein Einkauf bei Lidl ist jetzt beendet. Ich habe eingekauft Rocket Clash. Dann habe ich hier The New Beastmaster einmal, Big Surprise einmal. Dann haben wir hier natürlich die Firefly, dann die Stormy Flash, dreimal. Die war schon fast alle, musste die Frau noch ins Lager noch ein bisschen Nachschub holen. Dann hier natürlich die schönen Bombenrohre, habe ich natürlich auch mitgenommen. Also die Sky Shots einmal. Dann hier die altbekannten Twister. Natürlich musste auch eine Packung Flashbang sein, ist ganz logisch, ist ja ein absoluter Klassiker. Und hier drei schöne Vulkane, zweimal Color Stars, einmal Blink Stars. Ja Freunde, weiter geht's. Nächste Station, ich glaube ihr könnt es im Hintergrund sehen, wo ich mich befinde. Genau da. Und zwar ist das Aldi Süd, meine dritte Station, meine vorletzte Station. Nachher geht's noch zu Norma, aber jetzt erstmal Aldi Süd. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Bis jetzt läuft die Einkaufstour wirklich sehr, sehr gut. Vom Wetter her könnte es ein bisschen besser sein. Ihr seht ein paar Tropfen auf der Linse. Ich muss mich halt nur konzentrieren, dass ich in die Linse schaue und nicht auf den Bildschirm. Sonst sieht das immer aus, als ob ich schiele. Aber jetzt geht's rein in den Laden, ab zu Aldi Süd. Und dann schauen wir gemeinsam mal, was wir so Schönes entdecken. Besonders an Silvester, ballern in Ekstase. Böller-Kids haben nur das eine im Kopf und sind lauter als die anderen, wir scheinen am Block. Böller-Kids zieht es immer wieder auf die Straße. Besonders an Silvester, ballern in Ekstase. Böller-Kids haben nur das eine im Kopf und sind lauter als die anderen, wir scheinen am Block. Ich bin ein Pyro, trag das Herz auf der Zunge. Das Schwarzpulver schwärzt meine Lunge. Ich schau aus dem Fenster, wie zu alten Zeiten. Flashback, wenn sie Kracher auf den Asphalt schmeißen. Es stimmt, ich war noch lange keine 18. Mama kaufte alles, doch sie meinte, ich soll Acht geben. Böller-Kids fühlen sich vom Knall magisch angezogen. Wir lieben das chemische Gemisch, doch haben keinen Plan von Drogen. Berlin war noch nie so sicher wie heutzutage. Waffen sah man nicht nur an Silvester. Leucht, Kugel, Hagel, Raub, Überfälle hier, Einbrüche da. Zu meiner Zeit machten reiche Kids kein auf hart. Deutschland ging's doch nie so gut, wo ist die Dankbarkeit? Im Dezember haben wir Pyros, unser Ziel dann fast erreicht. Such die Kracher zusammen und setz den Rucksack auf. Wir greifen kräftig zu, als wäre heute Schlussverkauf. Böller-Kids zieht es immer wieder auf die Straße. Besonders an Silvester, ballern in Ekstase. Böller-Kids haben nur das eine im Kopf und sind lauter als die anderen, wir scheinen am Block. Böller-Kids zieht es immer wieder auf die Straße. Besonders an Silvester, ballern in Ekstase. Böller-Kids haben nur das eine im Kopf und sind lauter als die anderen, wir scheinen am Block.
Böller-Kids gehen nicht mit jedem Trend. Ich war noch nie Fan vom Briefkasten sprengen. Ich gebe auf Tiere Acht und werfe keine Menschen ab. Da seht ihr meinen Einkauf von Aldi Süd. Und zwar habe ich mir einmal mitgenommen die Artus. Das ist quasi die neue Artus, eine komplett neue Batterie. Dann hier die Fantastic Four. Schöne Single-Shots. Dann habe ich einmal die Eruption. Für 2,49 Euro kann man da echt nichts sagen. Tolles Teil. Und hier die ehemals Reno oder aus dem Aldi Nord quasi, jetzt beim Aldi Süd gekauft, die Poison. Richtig, richtig schöne Batterie. Dann eine Neuheit, Big Bombastic. Jetzt mit 20 Schuss habe ich noch. Und natürlich die Heavy Metal Reloaded. Ist eine sehr, sehr krasse Batterie. Das ist ein richtiger Koloss. Ihr seht ja im Vergleich mit dem Einkaufswagen. Richtig schönes Teil. Auch Pyromult Batterie. Das heißt maschinell hergestellte Feuerwerksbatterie. Gleichmäßige Schusshöhe und gute oder gleichmäßige Zerlegung auf jeden Fall, 30 mm. Für hier 19 Schuss, 355 Gramm Effektmenge, 12,99 Euro, das ist ein absoluter Preiskracher. Und dann hier, weil ich diesen Pink Vulkan nicht bekommen habe bei Lidl, deswegen bei Aldi Süd gekauft. Und zwar dieses Jahr heißt der Super Duper Vulkan. Mit so einem Lama hier drauf kann man auch den Effekt scannen. Und wo das halt steht mit den pinken Sternen, steht halt hier. Super Duper Silbervulkan spuckt pinke Sterne. Also, habe ich einen richtigen gekauft. Und jetzt geht's woanders hin, noch zum Norma und auch nochmal zum Aldi Süd. Weil ihr merkt ja, was fehlt. Natürlich die 15er Packung Kubis. Ja, hey Leute, jetzt erstmal einen kleinen Zwischenstopp. Also ich habe hier einfach mal angehalten. Und was ist eine Feuerwerk-Einkaufstour ohne F1? Ja, Freunde, ich habe einen richtig schönen kleinen Beutel vorbereitet mit tollem F1-Feuerwerk. Und das werde ich jetzt zünden. Los geht's mit F1-Feuerwerk. Also Kinderfeuerwerk kann man das ganze Jahr über zünden. Einmal die Explode Crazy Eyeball, 3 Stück. Dann hier zweimal die Fire Swings, einmal den Wonder Cones Strobo Vulkan und dann hier den Nico Stardust Vulkan. Los geht's mit zweimal Fire Swings. Jetzt machen wir mal einen Strobo-Vulkan Wonder Cones. Als nächstes der Stardust Vulkan von Nico Feuerwerk. Und jetzt zum Schluss gibt's noch, also das sind meine Lieblingskinderfeuerwerksachen, Crazy Eyeball von Explode. Und ihr werdet gleich sehen, warum das meine Lieblingsteile sind. Gleich 3 Stück mit einmal. Ah, die drehen sich jetzt gar nicht. Echt schade. Ja, da ist der Untergrund halt ein bisschen zu hart, deswegen drehen die sich halt nicht. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, also Freunde, jetzt geht's zum nächsten Aldi Süd, leider Gottes. Wer hat mir da wieder die ganzen Kubis weggekauft? Ich wollte sie extra dieses Jahr testen. Richtig unverschämt, Leute. Nur ein kleiner Spaß beiseite. Also, ab geht's zum nächsten Aldi Süd. Auf geht's zur letzten Station. Im Hintergrund seht ihr wieder, wo ich bin. Und zwar geht's jetzt zu Norma. Wir haben noch mal ein, zwei Sachen geholt.
Und dann werde ich auch die Einkaufstour beenden. Übrigens, ich habe beim zweiten Lidl auch die 15er kubischen Kanonenschläge wieder nicht bekommen. Jetzt muss ich noch einen Versuch starte ich noch. Und zwar werde ich in der Umgebung nochmal zu einem Aldi Süd fahren. Und danach werde ich die Suche nach den 15er Kubis, diese Schachtel für 3,99 bei Aldi Süd abbrechen. Dann hole ich es mir halt bei Lidl. Egal. Jetzt schauen wir erstmal, was es beim Norma gibt. Viel Spaß. Ich war nie einer, der hier einen auf Gangster macht. Es ist nicht cool, sich mit Pyro zu beschießen. Denn ein wahrer Pyro sucht immer den Frieden. Such dir Vorbilder, die etwas erreicht haben. Früher Böller-Kids, heute Pyros, die nie Zeit haben. Böller-Kids zieht es immer wieder auf die Straße. Besonders an Silvester, ballern in Ekstase. Böller-Kids haben nur das eine im Kopf und sind lauter als die anderen, wir scheinen am Block. Böller-Kids zieht es immer wieder auf die Straße, besonders an Silvester, ballern in Ekstase. Böller-Kids haben nur das eine im Kopf und sind lauter als die anderen, wir scheinen am Block. Du bist mein Pyro-Girl, so heiß wie mein Hobby. Weshalb ich so gestört bin, weiß ich nicht, sorry. Ich nehm alles, der Spaß wird wieder teuer sein. Doch halb so schlimm, denn du liebst mein Abenteuergeist. Romantik pur, Pyro mit dir anzusehen. Dich zu verzaubern, schaffe ich im Handumdrehen. Das Leben hört manchmal nicht auf, einen zu quälen. In schweren Zeiten konnte ich immer auf dich zählen. Du bist prachtvoll, ich kann... So Freunde, der Einkauf bei Norma ist abgeschlossen. Das habe ich mir hier noch mitgenommen. Das ist Supreme Double Shots. Richtig schöne Doppeleffekt Bombenrohre und die XXL Crackling Balls von Nico. Ja Freunde, ich war erfolgreich, zwar nicht bei Aldi Süd, aber bei Lidl habe ich die beliebten kubischen Kanonenschläge gefunden. Ich habe mir natürlich gleich mal zwei Päckchen mitgenommen. Jetzt versuche ich den allerletzten Versuch bei Aldi Süd, dieses 15er Pack kubische Kanonenschläge zu ergattern. Und auf geht's zum letzten und dritten Aldi Süd. Also beim dritten Aldi Süd angekommen und auch hier wieder leider keine Kubis im 15er Pack. Ja, leider Gottes, wahrscheinlich haben die nicht mehr bekommen. Ich schätze so vielleicht 100, 120 Packungen, vielleicht. Ja, da sind die natürlich ratzbatzweg, 15 Stück, 3,99 € war halt echt ein super Preis. Aber ich habe ja bei Lidl welche bekommen und da bin ich jetzt nicht ganz so traurig drüber. Und da möchte ich auch jetzt mit den letzten Worten meine Einkaufstour beenden. Es war eine wirklich erfolgreiche Einkaufstour. Auf jeden Fall wieder sehr spannend auch zu sehen. Ich habe mich ja mit Mitarbeitern von Aldi Süd und Lidl zum Beispiel unterhalten. Und die haben gesagt, um 7 Uhr standen so zwischen, ja ich sag mal so zwischen 80 und 100 Leute. Und die eine Frau hatte auch gesagt bei Lidl, es waren jetzt die... Personenanzahl war jetzt nicht zählbar, also sagen wir einfach mal, es standen da locker zwischen 80 und 100 Leute, vielleicht auch 100 plus, ab um 7 vor dem Laden und das ist schon, aber das war zu erwarten, einen sehr, sehr hohen Ansturm auf das Feuerwerk dieses Jahr 2022, aber ich bin trotzdem zufrieden, ich habe alles bekommen, außer dieser 15er Kubis und ja, da kann ich eigentlich recht zufrieden damit sein. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie es bei euch gelaufen ist bei der Einkaufstour. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt wenigstens ein bisschen Spaß. Eigentlich wollte ich noch ein paar Leute interviewen und so, aber ich glaube, dieses Jahr ist es einfach zu hektisch gewesen, zu viele Leute. Der Ansturm war einfach zu groß und da hat das einfach nicht sollen sein oder es hat einfach nicht gepasst. Deswegen habe ich das jetzt in dieser Form wieder gemacht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wenigstens trotzdem ein bisschen Spaß bei meiner Einkaufstour. Und wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Videos.